Charlotte Field mindestens 3 und Steineck mindestens 2. Das gehört auch noch so Steineck, okay. Ich würde sagen Hauptbahnhof. Ah ne, Moment, neue Strecke. Hauptbahnhof. Mindestens 3 Haltestellen dort. Puh. Das ist die Frage. Hierhin, dahin, dahin und dann rüber. Ja, ne? Oder? Ja, es passt. Hierhin, dahin, dahin. Dann haben wir hier mindestens 3. Dann halten wir hier bei der Steineckkirche. Dann in Steineck West und das war's. Oder Moment, halten wir hier. Was heißt bei der Rundfahrt? Rundfahrt würden wir dann ja quasi hier so eine Runde machen müssen. Das würde noch gehen. Ich muss sagen, wir speichern das einfach. Und wir beginnen einfach mal die Fahrt, oder? Warum nicht? Ups, wir beginnen die Fahrt. Fahrt beginnen. Dann nehmen wir den Urban Way. Ich wollte was gucken, aber vorher noch. Neue Busse gab es glaube ich nicht, oder? Wann gab es nochmal neue Busse? Ab Level 12. Gibt es ein Citaro? Eieiei. Das wird noch. Da werden wir auch ordentlich Probleme haben. Dann jetzt nochmal Urban Way, dann Lion. Ah, ne, ist ein DLC, das kommen wir jetzt gerade. Okay, dann können wir uns mal die DLC-Busse angucken. Auch nicht schlecht. Meine Busse. Der Citaro. Wo sieht man das denn? Wie Werbung? Pipapo. Bearbeiten. Toll überspringen. Die ganzen Dinger da. Was ist das für die Werbung? Was haben wir denn für Werbung? Bookworm oder das? Nehmen wir mal einfach die Werbung, oder? Einkommen pro Woche sind $1000. Was wäre mit dem anderen? Das heißt ein M5. Dadurch auch. Ich nehme einfach den hier. Was hat das? Nehmen wir ein Schild an. Oh. Stellt er erst auf A. Okay, ich dachte gerade, das steht SEAB. Ja, da könnt ihr ja mal was ich da reinschreiben, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Anwenden. Okay. Und demnach fahren wir jetzt auch die erste Strecke beim Hauptbahnhof. Streckenzeit 16 Minuten. Mal gucken. Rundfahrt zufällig, schneidet halt aus, pipapo.
Wir wollen mit dem hier fahren. Fahrt starten. Eigentlich sollte ich gleich mal an die anderen Busse auch mal mit Werbung beklatschen. Wird zumindest Sinn ergeben. Dadurch kriegen wir ja noch ein bisschen mehr Geld. Fahrt startet an Busstation. Wie sieht es denn hier so schön aus? Okay. Wo wir gerade sind, sehen wir nicht. Obwohl, doch, da sind wir. Wir sind ziemlich weit weg. Holy shit. Okay. Okay. Also, wir haben ein ordentliches Stück erstmal, um da hinzukommen. Das haben wir jetzt auch schon mal. So, entsperren die Türen auf. Dann entsperren wir die Türen vorne und hinten. Und dann fahren wir das erste Mal zum Hauptbahnhof. So, Motor an. Warnung. Das wollen wir aushaben. Dann wollen wir fahren. Und dann können wir fahren. Also, vorausgesetzt, ich nehme die Parkbremse raus. Aber ich finde es echt nice, dass die Leute auch jetzt in Gruppen einfach irgendwo mitten in der Pampa rumstehen oder an der Straße stehen. Das finde ich auch echt nice. Oh. Schön durch die kleinen Gassen hier. Das ist auch nice. Mit dem Bus hier durch hat was. Ja, vielleicht für ihn. Oh Gott. Der steht hier immer noch. Ne, doch nicht. F4. Sehr schön. Dann sehen wir auch die Innenstadt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir durch die Innenstadt durchfahren. Also, was heißt, wir sind ja schon mal mehr oder weniger durchgefahren, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so extrem durchfahren. Moment, das ist ja Einbahnstraße, sehe ich gerade hier alles. Also wir müssen nur nach rechts gucken, das ist auch wieder schön. Hier haben wir auch sogar eine Bushaltestelle, Tatsache. Okay. Gut zu wissen, aber die schalten wir noch irgendwann frei. Dauert noch, okay, jetzt können sie auch von links kommen, okay. Okay, aber hier haben wir noch wieder eine eigene Straße. Alle Laternen, die sind ja auch echt schön. Schön hier mit den Sitz, also mit der Sitzecke. Oh. Okay, hier ist aber wieder nur ein Mann, okay. Gott, oh Gott. Es ist ja abenteuerlich, allein nur zum Bahnhof hinzukommen. Das ist ja schon abenteuer für sich und schön. Ohne jemals einen Bahnübergang gesehen zu haben bisher. Okay, lässt uns fahren, alles klar. Wieder Einbahnstraße. Kann man vielleicht sogar sehen? Okay, ich glaube, man kann ungefähr erkennen an der Map, wo hier Einbahnstraßen sind und wo nicht. Auch wenn das schwieriger zu erkennen ist, weil es doch ein kleinerer Kreis ist. Vom Straßennetz her. Oh, schön mit den Bäumen hier. Ich weiß gar nicht, Tempomat anschalten. Ah, okay, Einbahnstraßen sind jetzt hier allgemein. Aber das trennt sich jetzt gerade doppelt. Be a tourist in your own town. Okay. Okay. Das? Nein.
ist aber auch eng hier. Ja, schon fast behaupten, dass es nicht für Busse gemacht ist. So, und jetzt müssen wir rechts rum. Glaube ich. Grunwald. Hier scheinbar ein Shopping District. Und hier sind wir beim Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Okay, was heißt hier? Der Hauptbahnhof ist. Ach, verdammt! Da irgendwo. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Eine Fahrkarte, bitte. Huch, eine Fahrkarte. Wache, Standard. Drucken. Danke. Bitteschön. Und zack. Dann ab zum Dr. Julius Matsch in der Straße. Oh Gott. Okay, wir können. Ist das eine Einbahnstraße? Nee, ne? Nee. Moment, wo ist mein Hut hin? Nächster Halt, Dr. Julius Matchner Straße. Upala. Allei. Cheers. Ich glaube, sie blockieren die Cheers. Ja, cheers, sag ich schon. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenfahrkarte. Danke. Bitte. Hier blockiert niemand mehr die Tür. Schön, dass die Leute auf die ihre Mitmenschen hören. So, Kreuzgasse. Oh Gott, ich ahne Böses. Doch nicht so gassig, wie ich dachte. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Er ist eher so wie ein langweiliger NPC, ja. Schotz feiert. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ist so, wir sind noch pünktlich. Absolut pünktlich. Danke sehr. Sehr schön. Okay, ich wollte nicht aussteigen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Drucken. Danke. Spätestens, wenn es auf die Landstraße geht, sind wir schneller. Seid ihr schneller mit dem Bus als mit dem Fahrrad? Ja, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Danke. Bitte. Hohe? Okay, hohe Straße. Oha. Ich sehe nichts. No risk, no fun. Genau pünktlich. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Nur, wenn ich mal einsteigen? Doch. Ich bin eingestiegen, okay. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Standard, drucken. Danke. Bitte. Und jetzt kann ich mich schnell mal umgucken, ob alle die Fahrkarte haben. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Hier, bitte. Gott, die brauche ich nicht. Na. Hier, bitte. Ja, bitte. Augenblick. Hier. Na klar. Was? Ach so, hier. Perfekt.
Gestern war's super. Kommen wir jetzt auf Flink weiter. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Steineck. Kirche. Steineck Kirche. Richtig. Wir haben 4,5 Minuten Zeit. Das ist ein weiter Weg. Oh, man merkt, warum Steineck den Namen Steineck hat. Bei den ganzen Felsen. Ich bin mal sehr gespannt auf die Kirche. Richtung Westfield und Hafen geht's hier, okay. Na klar. Unter der Autobahn durch. In den nächsten Kreisel, diesmal mit Monument. Hier wollen sehr viele geradeaus, das ist beunruhigend. Vor allem, weil ich nicht wirklich was sehe. Kühe. Ich glaube sogar Kühe und Schaf auf einer Weide. Kehrstadt nach Westfield geht's hier, okay. Das erste Mal ein Bahnübergang, geil. Oh. Und wir sind animiert. Okay, ich glaube die Schienen sind sogar in Hitbox. Kam mir zumindest gerade so vor beim leicht rüberfahren. Was ich sehr bevorzuge, wenn er eine Hitbox ist. Weil das Ganze dann halt dadurch realistischer und dynamischer wirkt. Hier haben wir auch eine Haltestelle, okay. Das ist die eine hier. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Steineck Kirche, Wir werden sehr, sehr rechtzeitig da sein. Also sehr, sehr rechtzeitig. Das ist sehr, sehr gut. Wobei eine Variation von LKWs natürlich auch cool wäre, wenn es nicht nur solche 7-Tonner gibt, sondern auch, keine Ahnung. Gut, 12-Tonner machen jetzt nicht wirklich einen Unterschied, aber wenn es auch solche 40-Tonner und so weiter geben würde. Wäre natürlich auch was. Sehr pünktlich. Danke. Würde der ganzen Dings. Haben wir auch eine Busanbindung? Ja, eine Fahrkarte, endlich. Bitte. Gern geschehen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte kommt sofort. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte kommt sofort. Und weil wir so viel Zeit haben. Ach so, hier. Na klar. Ja, Sie haben meine Fahrkarte. Ja, ich weiß. Immer schön mecker. Ich hab das schon gezeigt. Hab ich Ihnen. Ja. Schick. Und mit der ganzen Werbung und so weiter. Oh Gott. For a brighter future. Ja, das passt ja. Man kann tatsächlich hier langlaufen. Das ist ja nice. Okay, das ist natürlich verständlich, dass dadurch halt dann auch die Teilreiche halt nachlässt, weil ich meine, man ist ja quasi dazu gebracht, dass man halt das nicht macht, sondern dass man halt im Bus fährt. Aber es gibt scheinbar zumindest keine allzu große, allzu kleine Welt. Der richtige Begriff dafür, die richtige Ausdrucksweise dafür. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Beeilung! Schneller! Steineck, West. Das hätte jetzt böse enden können. Was? 28 Sekunden haben wir nur dafür Zeit? Holy shit! Das ist natürlich eine wenig Zeit, ne? Also, puh! Na gut, wir können auch 70 fahren, aber das ist trotzdem sehr, sehr eng begrenzt, die Zeit. Ich meine, wir kommen ja gerade in Steineck West dort an. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen.
Ja. Und dann geht's gleich wieder zum Bahnhof. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Einzelfahrkarten. Okay, diese Tour wird echt lang sein. Danke. Wir haben eine Rundfahrt. Wir müssen nochmal zurückfahren. Das ist ja. War das ein Geist? Nein, war es nicht. Das war eine Fata Morgana, meine ich. Nächster Halt, Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Vielleicht war es doch ein Geist. TDEP. Happiness is a smile. Kann ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Okay, ich habe keinen Fußgänger gesehen. Das war jetzt teuer. Verdammt teuer. Ich dachte, ich habe keinen gesehen. Belastend. Das ist jetzt sehr belastend. Auch ein interessantes Denkmal, Monument. Wie auch immer. Wallskulptur. Vielleicht wegen Steineck? Vielleicht deswegen? So, jetzt sind wir ins Tower Hauptbahnhof. Dann machen wir eine kleine Runde und dann geht's weiter vom Hauptbahnhof. Was soll oder? Ich denn jetzt nee. Zu essen holen? Dann Fast Food? Junk Food? Oder fahren ich wir dann... Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Wieder zurück zum Dings. Nach Steineck. Ich glaube eher das. Hä? Nächster Halt. Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin... Es wird zwar keiner aussteigen, aber... Und weiter geht's. Nächster Halt, Steineck, West. Oh, ich hätte links abbiegen müssen. Ups. Hoppla. Dann ist eine Ampelanlage. Ups. Ja. Okay, das war jetzt natürlich ungünstig. Gleich, wir haben 6 Minuten Zeit. Ist hier denn eine Einbahnstraße? Nee. Hervorragend. Ist hier ein Fußgänger? Nee. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Es war doch grün! Muss ja nicht gefahren. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Hm.
Meine Güte. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Oh. Dann würde ich das einfach mal machen. Ich kann es nicht machen, weil ich dich anhalte. War nicht lang genug. Niemand da. Wunderbar. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Hey, na klar. Knappe Kiste. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ach so, ich dachte schon, sie hat einen Angel genommen. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ist das so? Erstmal fies. Oh nein. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Sie haben meine Fahrkarte. Hier. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Na klar, hier. Sie haben. Augenblick. Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte ja, schon gezeigt. Ja, ich will den Müll aufsammeln. Beruhig dich. Kommt niemand. Wäre schon wieder pünktlich. Was? Das ist ja toll. Das ist ja. Was ein Zufall. Lebt man ja nicht alle. Lebt man ja nicht alle Tage. Oh Gott. Nächster Halt: Steineck. West. Aber was auch schön ist, wenn am Anfang eines neuen Gebietes, wenn das erstmal an einer neuen Haltestelle ist. Ich glaube, jemand hat etwas verloren. Eine Fahrkarte, bitte. Sammle es ein. Sitzer, da. Hallo? Danke. Bitte. Wer es kennt, es gibt einen Minus- und einen Pluspunkt. Also macht es. Gut, und wenn man halt das nicht macht, dann bekommt man halt nur einen Minuspunkt. Also macht halt schon Sinn, hinterher zu rennen. Studenten drucken. Och, du heilige Scheiße. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, eine Schnellfahrkarte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Und Abfahrt. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Steineckkirche, komischerweise nach. Oder haben. Nee, kann doch nicht angehen, dass wir eben halb 20 Sekunden noch brauchten, bis wir losgefahren sind, oder? Nicht blöd. Oder war es wirklich so? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber wir schaffen es jetzt pünktlich. Das ist schon mal. Das ist schon mal das Gute. Denn wir brauchen die Points.
Steineck, Kirche. Sind wir eigentlich schon mal wieder im Grün? Ah, wir kommen dahin. Wir kommen wieder ins Grüne, glaube ich. Wiedersehen. Knapp oder so, aber... Das Wetter ist einfach wundervoll. All drin, all drin. Heilige Scheiße. Bringen diese Punkte weniger? Ja. Durch die Pluspunkte bekommen wir mehr Geld, okay. Die Frage ist, bekommen wir auch durch Minuspunkte Abzug? Ich will es nicht probieren. Heißt, immer schön Pluspunkte sammeln. Ah, vielleicht kommen wir ins Grüne, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dafür waren wir einfach zu schlecht. So, wieder ein Bahnübergang. Oder wieder der Bahnübergang, besser gesagt. Ist wieder zu. Also fahren jetzt einfach mal, wir rollen mal drüber. Okay, es ist eine leichte Collision Zone. Also es hat mit Kollision. Sehr schön. Die Kuhglocken, geil. Oh, Ziegenglocken, besser gesagt. Ziegen gibt's auch. Schick, schick, schick. Gibt's noch Punkte fürs Reinblinken? Ups. Dann soll ich auch vielleicht mal reinblinken. Okay. Schon wieder kommt kein. Belastend. Nächster Halt, Hohe Straße. Oh Gott. Wir sind so früh. Bis dann. Bis dann. Wir sind so froh, dass wir viel zu früh da sind. So, es sind 3-0 Leute reingekommen. Hat jemand was liegen lassen? Ein Müll bisher? Ja. Durch Müll aufsammeln bekommen wir keine Punkte, okay? Hier. Dankeschön. Oh nein. Oh nein, 2 von 3 erwischt. Das ist sehr belastend. Linie 7, okay. Wenn wir daneben stehen, sehen wir auch wie lange? Ne, wir müssen uns reinsetzen, damit wir sehen. Okay. Das war eine andere Gasse. Nächster Halt, Kreuzgasse. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Okay. Passt. Sind. Gern geschehen. Eine Fahrkarte bitte.
Eine Tage Fahrkarte. Ich glaube, wir beschreiben heute Minus bei dieser Tour. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine einzelne Fahrkarte. Kommt sofort. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Zack. Entschuldigung, können Sie noch mal die Tür aufmachen? Oh. Puh. Ja, Matschner Straße. Davon, dass die Gruppen über den Boden schweben. Tims Geburtstag gestern Abend. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Endlich haben wir eine Tagesfahrkarte. Danke. Verdammt. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof ist dann direkt um die Kurve. Aber die müssen wir nochmal von die Tour. Das war kein cooles Ergebnis, um darauf die Angestellten fahren zu lassen. Dafür war die Tour zu schlecht. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dafür brauchen wir eine einigermaßen perfekte. Deswegen beende ich die. Beende ich die jetzt einfach nur. Oder fahre ich wie immer zurück? Ich denke, wir fahren zurück. Aber auf andere Art und Weise. Ich sehe nicht, dass YouTube schon verboten ist. Okay. Ich habe nichts gesehen. Das heißt eigentlich auch wieder Minuspunkte für. Aber minus 3000, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir in der grünen Phase oder nicht? Schon wieder den Retarded aktiviert. Äh,
belastend. Na gut, was soll also? Oh. Irgendwie wird. Das ging's doch. Machen wir das jetzt noch gleich? Trevor hat echt lange. Muss ich mal durchgucken. Da fehlt jetzt nicht viel. Neuen Bus freigeschaltet. Boah. Junge halt. Oh Gott. Das ist jetzt belastend. Ich habe ihn freigeschaltet und wir können ihn sogar kaufen. Das heißt, es führt kein anderer Weg dran vorbei. Wir holen uns den Citaro. Ah ne, Moment, 24.000. Okay, wir haben nicht genügend Geld dafür. Nevermind. Das heißt, wir werden einfach mal, weil wir es nicht machen können, werden wir uns einfach mal die Busse bearbeiten und mit Werbung vollklatschen. Allen Bussen zuweisen, so passt. Zack, 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 ist noch nicht. Aber der. Dann haben wir alle Busse damit bestückt und dann fahren wir diese Strecke halt nochmal.